Hallo und herzlich willkommen zu Civilization 6 und dem New Frontier Pass, heute mit Menelik II. Und Äthiopien. Heute ist der 23.07. und es gab das Update auf den New Frontier Pass, beziehungsweise ein Update zusammen mit Äthiopien, und ich bin echt froh, dass man sich entschieden hat, Civ 6 weiterzuentwickeln. Es sah ja so lange aus, dass das leider nicht der Fall ist, aber man hat es doch getan und Menelik II. Von Äthiopien rein konfiguriert. Und wir gucken uns den mal an, was der kann. Der kann viele coole Sachen machen. Zum Beispiel bekommt er Wissenschaft und Kultur, ungefähr 15%, eigentlich sogar ziemlich genau 15%, in Höhe der Glaubensgenerierung in den Städten. Allerdings, ganz wichtig, nur auf Städten, die auf Hügeln gegründet worden sind. Extrem mächtig. Das heißt, wenn ihr euch wirklich 100% auf Glauben konzentriert, bekommt ihr dafür sogar noch einen kleinen Wissenschafts- und Kulturbonus. Echt richtig gut. Und der nächste Punkt ist Kampfstärke plus 4 auf Hügeln. Das heißt, wenn ihr auf Hügeln steht, erhalten eure Einheiten plus 4 Kampfstärke. Was auch strategisch gesehen extrem cool ist. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel sowas wie Kanonen oder so auf einen Hügel stellen und dann eine extrem gute Abwehr. Oder auch natürlich einen extrem guten Angriff machen. Echt toll, ganz ehrlich. Dann gibt es Handelswege, internationale Handelswege. Nochmal kurz dazu, es gibt ja die nationalen Handelswege, die möglicherweise gut sind für, keine Ahnung, Straßen, die man bauen möchte. Oder wenn man Städte boosten möchte mit Nahrung und Produktion, dann kann man diese internationalen Handelswege weglassen und dann nationale Handelswege machen. Aber nur die internationalen gewähren hier 0,5 Glauben pro Ressource in der Stadt, bei dem der Handelsweg startet. Und verbesserte Ressourcen bringen dann plus 1 Glauben pro Kopie in Besitz der Stadt. Also extrem mächtig. Und eine ganz wichtige Sache, die man auch nicht außer Acht lassen darf, ist der Kauf von archäologischen Museen und Archäologen ist mit Glauben möglich. Das ist sonst nicht so. Und gerade Archäologen, wer damit spielt, weiß das. Die haben manchmal doch das Problem, dass das einfach sehr zeitintensiv ist, die zu bauen. Es bringt natürlich gerade für die Kultur etwas, aber das ist natürlich schon extrem mächtig. Dann gibt es eine leichte Kavallerie, die ersetzt den Renner und erhält keinen Fortbewegungsmalus auf Hügeln. Das heißt, ihr könnt extrem gut auf Hügeln damit euch fortbewegen. Ansonsten hat sie, glaube ich, noch einen kleinen Kampfbonus, aber für mich persönlich ist der Fortbewegungsbonus hier in dem Fall eigentlich eher entscheidend. Was auch cool ist, ist das Spezialgebäude. Das ist nämlich die Felskirche. Und die Felskirche ermöglicht es euch, Glauben zu generieren, plus ein Glauben für jedes angrenzende Berg- und Hügelgeländefeld. Und auch das ist sehr mächtig, wenn ihr in einem entsprechenden Bereich startet. Ansonsten gibt es, was gibt es noch? Den Apokalypse-Modus, den Geheimgesellschaft-Modus, entschuldigt bitte. Und der ist auch neu, unabhängig, das ist der neue Spielmodus. Und der ist extrem interessant. Ich muss sagen, ich freue mich echt darauf, mit dem mal zu spielen. Denn ihr könnt jetzt Geheimgesellschaften erkennen, wenn ihr zum Beispiel, pardon, da bin ich mit der Hand ans Mikro gekommen. Wenn ihr zum Beispiel in Stammesdörfern oder Barbarenlager ausräuchert, in dem Fall Stammesdörfer euch anguckt, könnt ihr Spuren von diesen Leuten finden oder durch Entsendung von Gesandten in Stadtstaaten. Kann man das auch, Entdeckung von Naturwundern und so weiter. Es gibt also viele Möglichkeiten, eine geheime Gesellschaft zu finden. Es gibt derer genau 4 Stück. Sie sind rätselhaft, mächtig, teilweise fiktiv, teilweise von aktuellen mythischen Organisation ein bisschen geprägt. Ich persönlich kenne es nicht, aber ich würde mich freuen, wenn es solche Sachen wie die Templer beispielsweise sind. Und wenn ihr sie entdeckt, dann ist das erstmal gut für euch, aber es bringt nichts. Aber ihr habt die Möglichkeit, einen neuen Gouverneur euch freischalten zu lassen, beziehungsweise ihr habt den müsst ihr aber, wenn ihr eine Gouverneurkarte habt, müsst ihr den natürlich freischalten. Ihr könnt den aber keiner Stadt zuweisen, sondern quasi der Geheimgesellschaft. Und wenn ihr den der Geheimgesellschaft zuweist,
Wobei ich jetzt nicht ganz weiß, wenn ihr mehrere erkundet habt, ob ihr dann auch einen bekommt. Meine Vermutung wäre ja, ihr bekommt einen Gouverneur und könnt ihn dann zu einer der Geheimgesellschaften zuweisen. Und dann bekommt ihr starke Boni von dieser Geheimgesellschaft. Auch ein extrem cooles Spielprinzip und ich bin wirklich gespannt, was es dort für Boni gibt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch negative Boni gibt, wenn es beispielsweise eine sehr glaubensanhängliche Geheimgesellschaft wäre. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber das wäre jetzt eine Idee von mir. Dann würde das ja zu Menelik dem Zweiten passen und dann könnte man dort relativ gut den Glauben boosten. Okay, so viel zu den neuen Sachen und ganz kurz zu dem Spiel an sich. Wir starten hier mit sechs Leuten bzw. sechs Personen und das ist einmal Nubien, Ägypten, das Osmanische Reich, was jetzt eher später erst so in dem Bereich der Afrikaner kam, aber durchaus auch nach dem erfolgreichen Sieg gegen Ägypten dort zugegen war. Dann natürlich Kongo, Phönizien passt nicht ganz, ist eher so auch im Bereich der Osmanen. Ist aber früher sehr stark im Bereich dort gewesen, was Handel angeht und so weiter. Deswegen habe ich das dort mit reingenommen. Hatte auch natürlich Mittelmeerkolonien, zum Teil auch in Afrika. Also ich denke, das passt schon. Dann zeitlich historisch gesehen eher später, eher mit der Renaissance beginnend und noch später die Engländer, die dann mit ihren Schiffen kamen und die Leute versklavt und unterdrückt haben. Und ich denke, gerade im Bereich von Phönizien und dem Osmanischen Reich, wo sie ja dann auch waren, Ägypten, Kongo und so weiter, da waren sie ja teilweise sehr aktiv. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr gute Mischung von Leuten, die wir haben. Ansonsten spielen wir Standard, wir fangen in der Klassik an und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal das Spiel. Von den einfachsten Anfängen an habt ihr uns zu wahrer Größe geführt. Lasst Bronze zu Eisen werden und herrscht mit Pferd und Schwert. Der Himmel über uns lüftet immer mehr seine Geheimnisse. Diese Aussicht auf Reisen zu fremden Küsten lässt unsere Herzen höher schlagen. Menelik der Zweite, großer König und Kaiser, ihr habt eine Vision für euer Volk. Ihr werdet sowohl Freundschaften als auch Fabriken aufbauen, sowohl Allianzen als auch Schienenwege errichten und eure Klugheit und Weisheit dazu nutzen, Äthiopien in eine strahlende und freie Zukunft zu führen. Na, zumindestens werden wir es versuchen. Ich weiß nicht, ob ich es erzählt hatte. Ich werde vier Videos aufnehmen und hoffe auf eine rege Beteiligung von euch in den Kommentaren und würde mich sehr freuen, wenn ihr mein Spielstil hier verbessern könnt. Denn ich bin ganz ehrlich zu euch, normalerweise spiele ich nicht so oft Religionssiege. Aber ich hoffe, dass wir gemeinsam das hinkriegen. Und die Startposition sieht ja schon wieder herzallerliebst aus. Also für uns jetzt tatsächlich gar nicht so schlecht. Wir sind ja auf Terra gestartet. Und hier vorne sehe ich jetzt spontan Grasland und kein Hügel. Na, Heidewitzka. Hier wäre möglicherweise ein guter Standort. Okay, das gucken wir uns dann an. Die Sachen, die ihr gerade gesehen habt, das lag daran, dass wir in der Klassik starten, also nur noch 1000 vor Christus. Und wir haben einen Handelsweg. Wir haben einen neuen Kontinent entdeckt. Und wir haben Technikbonus, oder mehrere Technikboni, Drama und Dichtung, politische Philosophie. Und das machen wir auch weg. Okay, gut. Dann sollten wir uns tatsächlich als allererstes mal unsere Regierung angucken. Und ich würde tatsächlich sagen, für diesen Platz würde ich am Anfang erstmal nicht den Siedler nehmen, sondern Glauben und Gold in der Hauptstadt. Ich denke, das ist gerade für uns relativ wichtig, dass wir jetzt schnellstmöglich Glauben ansammeln. Und für den Rest würde ich tatsächlich die
Standardkarte am Anfang Kampfstärke gegen Barbaren auswählen. Okay, dann lasst uns mal in die Gouverneure schauen. Da können wir uns auch gleich einen aussuchen. Das machen wir aber erst, wenn wir hier ein bisschen erkundet haben. Und dann gehen wir mal mit ihm hier oben lang. Und mit ihm versuchen wir mal dort was zu erkunden. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Und ich würde sagen, die Position hier mit der Stadt, wir sind hier, wenn ich das richtig sehe, auf einem Hügel. Das heißt, das bringt uns den Bonus. Also die Startposition ist gar nicht so schlecht. Wir sind hier relativ gut umgeben. Das ist auch ein Hügel, ja. Das heißt, wir könnten hier schon zwei schöne Gebäude platzieren. Das zeichnen wir uns gleich mal ein. Und werden hier eine Stadt gründen. Ich habe nämlich jetzt gerade die Idee, dass man, das machen wir jetzt mal, Landkartennadeln hinzufügen. Einmal hier bitte. Und hier könnte man tatsächlich dieses neue Gebäude platzieren, wenn ich es denn jetzt finden sollte. Die Felsenkirche. Es sei denn, wir haben hier unten noch einen besseren Platz. Das werden wir ja sehen. Und hier könnten wir einen Campus bauen. Das heißt, wir hätten hier den Bonus. Und ich weiß nicht, ob die Felsenkirche einen Bonus bekommt durch einen Campus oder sowas. Da können wir tatsächlich jetzt mal kurz reingucken. Felskirche. Entschuldigt, die heißt natürlich Felskirche, nicht Felsen. Felskirche. Okay, es sind nur durch die Berg- und Hügelgeländefelder. Okay, dann schauen wir mal. Grundsätzlich wäre das schon nicht schlecht. Hier der Campus hin, das ist eigentlich nicht schlecht. Und hier entsprechend die Felskirche. Schauen wir, ob wir da unten was Besseres haben. Okay, gut. Dann schauen wir uns mal die Forschung an. Und da sollten wir uns auf den Bereich konzentrieren. Das haben wir alles schon erforscht, das ist gut. Und dann gucken wir mal, was wir weiter brauchen. Wir sollten jetzt schnellstmöglich eine heilige Stätte bauen. Und auch hier haben wir Glauben durch jedes angrenzende Berggeländefeld. Da haben wir aktuell relativ viel von. Das heißt, ein Berggeländefeld, das könnten wir tatsächlich auch da in dem Bereich platzieren. Glauben durch zwei Wäldergeländefelder. Da müssen wir mal schauen, ob wir das eventuell den Plan gleich wieder umschmeißen. Aber was ich tatsächlich machen würde, ist in diese Richtung zu gehen. Denn wir haben hier vorne die Möglichkeit, einen Hafen zu bauen. Und das finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Jetzt ist die Frage, ob wir hier noch was Besseres haben. Aber ich würde sagen, wir machen das erstmal. Gehen dann hier rein. Und hier würde ich ganz klar auf politische Philosophie jetzt gehen. Beziehungsweise, nein, guckt euch das an. Drama und Dichtung bringt uns schon die Möglichkeit, die Felskirche zu bauen. Das heißt, in 28 Runden hätten wir die Möglichkeit, die Felskirche zu bauen und unseren Glauben schon zu boosten. Das sollten wir als erstes machen und danach gehen wir auf die politische Philosophie. Okay, gut. Dann sollten wir hier tatsächlich als allererstes anfangen mit der heiligen Stätte. Und ich glaube tatsächlich, dass wir die hier hinbauen sollten. Vielleicht haben wir hier unten die Möglichkeit, eine Felskirche zu bauen. Ja, das sollten wir da hinsetzen, aber nicht in dieser Runde, sondern wir, beziehungsweise doch, das müsste gehen. Wir können jetzt hier, wir bauen mal irgendwas anderes an. Vielleicht haben wir ja ein schönes Gebäude, was wir hier anbauen können. Stadtmauern machen keinen Sinn. Monument bringt Kultur. Wohnraum haben wir da Probleme mit? Nein. Dann würde ich sagen, bauen wir mal das Monument an. So. Und setzen dann die heilige Stätte dahin. Und werden die dann umswitchen, sodass wir jetzt die heilige Stätte bauen. Das dauert jetzt 11 Runden. Klar, wir haben hier ein bisschen was abgeholzt.
Ich denke aber, das ist soweit okay. Gut, dann gehen wir mit dem mal da oben hin. Und dann können wir die Ressource anschließen. Den Steinbruch und danach den Fisch. Ich denke, dann sind wir hierfür soweit gut drauf. Und dann gucken wir uns jetzt nochmal den Gouverneur an. Und ich würde sagen, hier... Also klassisch wäre ja in dem Fall tatsächlich, wo ist sie? Der Magnus. Können wir uns mal die Beförderung ansehen, dass wir dann mit der Vorhersage keine Bevölkerung verbrauchen. Aber lasst uns mal gucken, ob wir hier vielleicht jemanden haben, der uns Boni bringt bei den, beim Glauben. Hier, er ist es nicht. Amali ist für Gouverneure auch nicht. Plus 10 religiöse Stärke im theologischen Kampf auf Feldern dieser Stadt. Einheiten des Gouverneurs heilen sich auf Feldern dieser Stadt in nur einer Runde vollständig. Diese Stadt ignoriert religiösen Druck durch Religionen, die nicht vom Gouverneur stammen. Und ihr erhaltet... okay. Ermöglicht der Stadt den Kauf von Bezirken mit Glauben. Das ist schon mächtig. Den sollten wir auf jeden Fall in den nächsten Runden uns holen. Aber ich glaube nicht, dass diese Eigenschaften jetzt in der Anfangsphase so entscheidend sind. Deswegen nehmen wir Magnus. Wir sollten aber tatsächlich im Hinterkopf haben, dass wir in einer der nächsten Runden uns dann den anderen Kollegen holen. Okay. Wir haben noch eine zweite Möglichkeit, denn wir können nämlich direkt ihn befördern. Und das würde ich tatsächlich machen. Das finde ich erstmal wichtiger. Und mit der nächsten Möglichkeit sollten wir uns dann Moksha holen. Okay, dann können wir endlich in die nächste Runde. So, wir sind in dem Apokalypse-Modus. Und dort ist der Klimawandel in der Phase 1 schon angekommen. Das heißt 0,5 Meter Meeresspiegelanstieg und ein paar Probleme. Aber wir sind ja so und so, wir starten auf der Präerde. Da gibt es nun so Probleme genug. Okay, gut, dann er geht nach hier oben, um den Steinbruch anzuschließen. Und mit dem hier werden wir mal in die Richtung weitergehen und du guckst mal dort weiter. Alles klar, dann können wir ja schon weiter. So, Einheit benötigt Befehle. Bitte ein Steinbruch. Und du gehst dort oben hin. Und du bitte... Ich würde sagen, wir gehen mal nach dort. Ja. Sehr schön. Hier sind Bananen. Eine schöne Position für eine neue Stadt. Und hier sind tatsächlich überall Hügel. Das ist ein Hügel. Das ist ein Hügel. Das ist ein Hügel. Jetzt will ich mal gucken. Ich glaube, bei der Felskirche waren es Hügel und Berge. Berg, Berg, Berg und Hügel. Das heißt, wenn wir die Felskirche hier hinsetzen, dann bekommen wir, ist der zweite Ring, bekommen wir 6 Glaubensbonus dadurch. Das ist natürlich schon extrem mächtig. Das heißt, Felskirche kommt nach dort. Okay, nächste Runde. So, du gehst bitte aufs Wasser und wirst dann dort die Fische abbauen. Dann kannst du hier weitergehen. Das sieht tatsächlich ziemlich gut aus, auch für eine weitere Stadt hier unten. Du bitte einmal nach dort. Oh, Eisen haben wir auch schon. Welcher Ring ist das? Erster, zweiter, vierter Ring. Schade, das schaffen wir nicht mehr. Aber hier oben eine Stadt hin.
darauf platziert. Beziehungsweise, was ist das denn? Ist das vielleicht ein Hügel? Nein. Oder wir gehen nach da oben. Mit einer Stadt. Dann hätten wir sogar erster, zweiter, hier dritter Ring. Erster, zweiter, dritter Ring. Ist zwar ein bisschen weiter weg. Wir gehen mal hier oben gleich lang. Gucken wir, ob wir irgendeine Einheit noch nicht bewegt haben. Nein. Dann gucken wir, dass wir hier oben mal lang gehen. Denn ich glaube, hier wäre tatsächlich eine gute Position für eine weitere Stadt. Oh, ein Bonusdorf. Sehr schön. Das gucken wir uns auch mal an. Und dann müssen wir hier unten lang. Ich zeichne das erstmal ein, ohne zu wissen, was es dort gibt. Ich finde, das sieht mir nach einem Hügel aus. Das ist natürlich die Mindestvoraussetzung. Gucken wir nochmal. Das kann ich hier jetzt nicht sehen. Kann ich sehen? Kann ich nicht sehen? Also ich hoffe, dass das hier ein Hügel ist. Dann sollten wir dort eine Stadt platzieren. Okay, du bitte einmal ein Fischerboot bauen. Und ich denke, dann sind wir hier schon ziemlich gut mit dabei. Sehr schön. Dann werden wir als nächstes das Monument bauen. Und wir brauchen dann auch ein Handwerker, damit wir das hier abholzen können und dann dort die Felskirche platzieren. Das ist der Plan. Also viel zu tun, viel zu bauen. Ich habe bloß keine Ahnung, wie und in welcher Reihenfolge. Ein Siedler, darauf würde ich jetzt tatsächlich erstmal verzichten. Und ja, eigentlich bräuchten wir für den Handwerker tatsächlich diese Karte hier. Plus 30% Produktion für Handwerker. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Das könnte man ja dann auch parallel machen, dass man den ersten Handwerker erst baut, wenn die 21 Runden vorbei sind. Dann bauen wir den Handwerker und wenn der fertig ist, dann platzieren wir die Felskirche. Das sollte mit den 30% Bonus, wenn der hier fertig ist, nicht so lange dauern, hoffentlich. Dann werden wir mal mit dem hier runter gehen. Und das sieht auch sehr gut hier aus. Hier ist alles felsig. Das heißt, hier vorne könnte man durchaus noch eine zweite platzieren. Und dann hier unten in die Richtung eine Stadt. Das sieht ja nicht so aus, als wenn wir hier unten Süßwasser bekommen. Das ist der erste, zweite, dritte Ring. Na, wir können mal gucken, was wir hier unten noch bekommen. Wir sollten die auf jeden Fall hier... Das wäre auch eine Möglichkeit für eine Stadt. Der Hügel, das gucken wir uns gleich mal an. Nächste Runde. So, Gouverneur etabliert in Addis Abeba. Sehr schön. Und dann gucken wir uns den mal an. 40 Geld und leider keine Infos über Geheimgesellschaften. Sehr schade. Aber die Position hier oben, das ist ja super. Das ist ja der Hammer. Gips, Diamanten, Oasen, hier ist noch Wasser, Steine, Wahnsinn. Das ist ja der Hammer. Also die Position ist ja auch richtig gut hier oben. Okay, du bitte einmal nach hier unten. Lass da irgendwo einen Fluss sein. Na, ein Berg. Berge sind immer gut. Dann können wir in die nächste Runde. Okay. Mit dir gehen wir mal hier unten lang. Das sieht mir hier nach tatsächlich irgendwie mehr aus. Ich würde fast vermuten, das geht hier oben vielleicht lang oder sowas. Oder auch da unten. Und du gehst, naja, Berg oder Hügel. Geh mal auf den Hügel drauf. Uiuiuiui. Okay. Aber hier gibt es eine Oase. Das heißt, wir könnten dort einen Siedler hinsetzen. Da können wir das auch machen. Also es wäre möglicherweise der Plan dort. Dort ist eine Ebene, da macht das keinen Sinn. Da ist aber auch Wasser. Aber guckt euch das an. Hier vor ist ein Hügel. Das heißt, wir werden jetzt gleich mal unsere Spezialfähigkeit ausprobieren, von einem Hügel aus anzugreifen. Und? Na, wer hätte es gedacht?
Reina Consort de France, d'Angleterre. Chuchai Ritz d'Amour. Karls noch was dit? Nun ja, die Frage ist ja eher, liebe Eleonora von Aquitanien, mit diesem wunderbaren Blumen da oben. Was führt euch zu uns? Es ist mir eine Ehre und ich würde euch gerne etwas von meinem Geld geben, beziehungsweise von meinem Essen. So, und dann gucken wir mal. Ja, ein neuer Zeitalterpunkt ist klar. Und Eleonora von Aquitanien ist von England. Ich hoffe, dass die uns keine Probleme bereiten. Das heißt, wir müssen auch gucken, dass wir schleunigst eine Stadt oder einen Siedler produzieren und hier unten hingehen, denn das wird ansonsten definitiv ein Problem. Wir müssen hier unten auf jeden Fall in Richtung Siedler gehen, denn sie ist ja hier und die wird genauso viel Probleme haben. Das heißt, ihre Stadt wird ja da unten sein. Also wir müssen eigentlich auch einen Siedler haben. Ach, das ist, so viele Sachen, alles auf einmal. Und wie wir das machen, das ärgert, wohnt mich jetzt schon wieder. Das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zugucken und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.